Ja, hallo zusammen, willkommen bei meinem neuesten Video. Mein Name ist Jörg. Heute geht es um eine Lampe, und zwar um diese schöne Lampe. Ich habe die von BenQ geschickt bekommen, damit wir die testen können. In einem anderen Video habe ich im Prinzip das Desktop-Modell davon schon getestet. Ich verlinke euch das Video oben als Infobox und dann könnt ihr es auch nochmal anschauen. Ich muss dazu sagen, dass ich die Desktop-Version, seit ich die habe, ununterbrochen nutze. Jetzt wollen wir natürlich mal gucken, ob die Version für die Notebooks genau das gleiche kann. Alles weitere seht ihr jetzt hier in diesem Video. Ja, um zu schauen, was uns hier erwartet, gehen wir erstmal in die Verpackung, schauen uns die mal ein bisschen an. Ich habe es also auch noch nicht ausgepackt, von daher müssen wir da einfach mal uns überraschen lassen. Was mir auf den ersten Blick jetzt hier ganz gut gefällt, ist, dass wir eine quasi Hülle haben, denn die soll ja mobil mit transportiert werden mit dem entsprechenden Notebook, und dann ist natürlich sicherlich sinnvoll, die auch jeweils immer wieder in so eine kleine Hülle einzupacken, damit die dann im Transport nicht beschädigt wird. Das ist eine sehr solide Plastikverpackung. Hier drin befindet sich im Grunde genommen einfach nur ein Hinweisschild, allerdings komplett noch in Chinesisch. Ich denke aber auch, dass so eine Lampe keine großartige Anleitung benötigt. Von daher alles gut. Ja, dann wollen wir die mal auspacken. Die Besonderheiten dieser Lampen sind im Grunde genommen, dass die im Grunde genommen als zusätzliche Beleuchtung für den Computer genutzt werden sollen, um einem das Leben oder das Arbeiten am Computer zu erleichtern. Hier haben wir jetzt einen Clip, mit dem man die Lampe oben festmachen kann. Das müssen wir gleich mal sehen, wie praktikabel das ist. Bei dem Desktop-Modell hat mir besonders gut gefallen, dass wir da eigentlich keinen so einen Clip hatten, sondern im Prinzip das nur so aufgelegt wurde. Hier müssen wir mal schauen, wie praktikabel das ist. Ich denke aber, dass so ein Clip absichtlich gewählt wurde, damit für den Fall, dass das Notebook hin und her getragen wird, dann die Lampe auch hält. Denn das ist das Problem beim Desktop, bei der Desktop-Vision, dass die dadurch, dass sie nur lose auflegt, natürlich nicht halten könnte, wenn der Laptop hin und her getragen wird. Ja, zur Demonstration nutzen wir einfach mal hier so ein schönes MacBook. Ich habe hier mal was vorbereitet. Die Aufgabe ist ja letztendlich hier, die Tasten zu beleuchten. Jetzt ist so, dass die meisten Computer zwar eine beleuchtete Tastatur mit sich bringen, aber das nicht immer. Die Zielgruppe für solch eine Lampe ist sicherlich klar definiert für die, sagen wir mal, nicht so gut Sehenden. Und ich muss also dazu sagen, dass ich also mit der Zeit auch Probleme habe, sobald es etwas schwummriger oder dämmeriger wird, die ganze Tasten und Ähnliches zu erfassen. Von daher ist das, sagen wir mal, für mich zu Hause ja jetzt schon in der Desktop-Version ein unverzichtbares Hilfsmittel. Denn ich habe ja nicht nur das Tastaturfeld beleuchtet, sondern ich habe auch alles drumherum beleuchtet. Die Lampe geht in einer gewissen Breite. Das heißt, mir fällt letztendlich die gesamte Bedienung leichter. Alleine aus dem einfachen Hintergrund, dass durch Licht im Grunde genommen die Augen quasi mehr fokussieren und dadurch die gesamte Ansicht im schärfer wird. Und das ist natürlich der Vorteil. Hier soll jetzt
wie auch schon bei der Desktop-Version, ausschließlich durch einen USB-Anschluss, den wir jetzt hier mal reinstecken, die Funktion der Lampe gewährleistet sein. Und zack, wie man sieht, geht sie auch direkt an. Wir haben hier oberhalb der Lampe verschiedene Bedienmöglichkeiten. Das Licht ist sehr hell, wie man jetzt hier so auch sehen kann, wenn ich mit der Hand darüber gehe, und es ist ein sehr angenehmes Licht. Wir können sicherlich wie bei der Desktop-Version hier auch die Helligkeit oder auch die einzelnen Lichteffekte quasi steuern. Man kann also kaltes oder warmes Licht machen. Das sieht jetzt hier etwas kälter aus. Wir probieren einfach mal die entsprechenden Tasten aus. Also hier ist ein Herz. Mal gucken, was das bedeutet. Entschließt sich mir jetzt noch nicht so ganz, was das Herz hier bedeuten soll. Wollen wir gleich mal gucken. Dann haben wir hier eine Lampensymbol hier, also so ein Birnensymbol. Da kann ich drauf tippen. Verändern tut sich jetzt hier die Helligkeit ein wenig. Kann man nicht so gut erkennen. Aber die Helligkeit wird hier gesteuert. Und hier habe ich ein Thermometer-Symbol. Ich denke, damit können wir dann die Lichtwärme sozusagen einstellen, ob ich jetzt etwas wärmer haben will oder greller haben möchte. Und dann gucken wir mal. Jetzt habe ich es verstanden. Ich wähle im Prinzip das oder das Symbol aus und kann dann über die Pfeile den Unterschied einstellen. Jetzt haben wir es doch. Seht ihr das? Jetzt kann man auch die Farbtemperatur wechseln. Die geht also bis in sehr angenehmes Gelb, ne? Hier, so kann man so ein bisschen sehen, Gelb. Ne? Hin zu klarem Weiß. So, das gleiche probieren wir jetzt mal hier an dem Lichtsensor aus. Hier können wir heller oder dunkler machen. Also geht noch sehr stark hell, sehe ich hier gerade. Das ist schon heftig. Machen wir mal weniger. So. Dann haben wir hier ein weiteres Symbol. Das drücken wir mal. Da steht also auch wieder so ein Lampensymbol, allerdings mit einem A. Das kenne ich auch von der Desktop-Version. Das A bedeutet Automatik. Und somit haben wir im Grunde genommen eine automatische Lichtanpassung, funktioniert in der Desktop-Version hervorragend, denn so kann ich also die Lampe frühzeitig an- oder ausschalten und die Temperatur passt sich im Grunde genommen, beziehungsweise die Lichtstärke passt sich dann im Grunde genommen an. Ich denke, dass dieser Sensor hier an der Seite wahrscheinlich damit mit sein soll, aber jetzt reagiert er ja nicht, das ist ja auch letztendlich egal. Wenn ich die Automatik entferne, dann wir gucken, wie wir die wieder auskriegen. Da, damit kann ich die Automatik entfernen, genau. Dann kann ich das Licht also anhand dieser beiden farblich unterschiedlich markierten Tasten dann heller oder dunkler machen. Und hier zu guter Letzt haben wir einen Power-Knopf. Damit kann ich dann die Screenbar an- und ausmachen. Ja, wie ihr vielleicht merkt, es wackelt ein bisschen, aber das hängt natürlich von jedem Laptop selber ab. Wir haben hier jetzt so ein 13 Zoll Notebook von Apple und ich muss sagen, es sitzt sehr gut. Also die Lampe, geht also hier nicht ab oder so. Und ich denke, dafür ist wahrscheinlich auch die besondere Klammer hier gedacht. Denn die ist schon, muss ich sagen, sehr fest. Dann haben wir hier einen schönen Gummifuß, der sicherlich auch nochmal den Halt verstärken wird. Und hier hinten ist eine solide Metallplatte, die das Ganze stabilisiert und eine gewisse Wertigkeit da reinbringt. So, ansonsten haben wir innerhalb der Lampe
hier einen LED-Streifen verbaut mit verschiedenen farbigen LEDs, die dann sicherlich die Farbtemperatur hier gestalten werden. Und ähnlich wie in der Desktop-Version wird hier bewusst darauf geachtet, dass die Lampe quasi nur in eine Richtung strahlt, damit die nicht blendet. Das heißt, wenn ich die hier dann nachher auf den Notebook montiert habe, dann habe ich den Vorteil, dass ich selber nicht geblendet werde, aber den gesamten unteren Bereich dann schön hell habe. So, wie man gut sehen kann, also es ist ja, also es ist jetzt hier sehr schön ausgeleuchtet, auch drumherum. Ich habe hier auch noch rechts jetzt hier noch eine Maus liegen, die ist gut beleuchtet. Heißt also, diese Farb- bzw. die Ausstrahlung geht schon hier ein Stückchen in die richtige Richtung. Ja, wie weit sich das bewährt dann im Einsatz? Wird sich natürlich zeigen. Ich habe, wie ja schon erwähnt, habe ich selber so eine Lampe zu Hause als Desktop-Version und ich nutze sie jeden Tag. Also ich sitze abends gerne auch nochmal am Computer und ihr seht das ja auch. Also der Lichtanstrahl ist sehr schön. Stell die mal auf Automatik, dann wird die ja letztendlich wahrscheinlich so ein bisschen runterregeln. Genau, die nivelliert sich sozusagen ein. Also Lichteinstrahl ist sehr schön und sehr hilfreich. Also gerade wenn man mit zunehmendem Alter die Augen immer schlechter werden, man die sogenannte Altersweitsicht bekommt, dann hilft zusätzliches Licht sehr gut. Ich brauche dann keine Lesebrille in den meisten Fällen, weil die Pupillen sich entsprechend stärker fokussieren und damit die ganze Sache ideal ist. Ja, also für mich würde ich sagen, für die, die es brauchen, eine ganz klare Empfehlung, also Daumen rauf. Hier muss natürlich jeder für sich sehen, ob er sich das leisten kann. Ich bin jetzt gar nicht so sicher, zu welchem Preis die Lampe auf den Markt kommt. Ich glaube, so um die 40 Euro ist allerdings gerechtfertigt aufgrund des wirklich hochwertigen Verarbeitung. Und dann haben wir ja zusätzlich auch noch diese Transportverpackung, mit der wir dann die ganzen Sachen dann im Grunde genommen auch noch durch die Gegend transportieren können. Also von daher hier wieder eine hervorragende Verarbeitung von BenQ. Die machen sich immer sehr viel Gedanken, was solche Produkte betrifft. Ich kann also hier nochmal wiederholen, Daumen rauf und von daher alles gut. Ja, da ist mir doch in der Tat noch was aufgefallen, und zwar, dass es eine Anleitung auf der Rückseite gibt. Ich hatte ja nur diese kleinen Streifen da in der Verpackung gesehen und jetzt muss ich allerdings feststellen, als ich es wieder eingepackt habe, dass es hier eine schöne Anleitung auf der Rückseite gibt. Die ist in Chinesisch und Englisch gehalten und hier entschlüsselt sich letztendlich auch die Frage, was das Herz bedeutet. Und zwar bedeutet das Herz, als das ist eine Favoritentaste. Und zwar kann ich mir die optimale Einstellung, die ich gerne hätte, einstellen. Also Helligkeit, Farbtiefe und so weiter. Und durch ein Betätigen von 3 Sekunden der Favoritentaste speichere ich sozusagen meine optimale Einstellung. Das schnell noch als Hinweis, denn es gab also doch noch eine Anleitung. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass hier auch ein QR-Code zur Anleitung auch noch vorhanden ist. Das heißt, es gibt im Internet also auch noch mal eine zusätzliche Anleitung, die im Grunde genommen über den QR-Code hier abrufbar ist. Das nur zur Vervollständigung. Den Link zur Lampe werde ich euch unten wie immer in der Beschreibung posten. Und solltet ihr noch Fragen dazu haben, dann stehe ich euch wie immer gerne zur Verfügung. Einfach die Kommentarfunktion vom Video nutzen. Sollte euch das Video gefallen haben, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Und auf keinen Fall
vergessen, den Kanal zu abonnieren. Ist ja auch immer wichtig für uns, kostet kein Geld. Bis zum nächsten Mal.